tolle Eröffnung des 23. Stollenfestes und von mir natürlich ein herzliches Hallo. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie sich schon hier auf dem Schlossplatz gefunden haben. Sie freuen sich auf das 23. Stollenfest. Freuen Sie sich auf einen tollen Tag, die Säure soll ja rauskommen. Ich bin mal Ihrer Mutter, vielleicht kenne ich der eine oder andere von mir, ich bin ja da zuständig für das Wetter und das hat schon mal geklappt, das ist wunderbar. Die anderen Sachen werden auch dann, also ich freue mich wirklich auf einen richtig tollen Tag, freuen Sie sich auf natürlich tolle Geschichten rund um den Striezel, freuen Sie sich auf das Stollen, auf prominente Gäste, auf den Festumzug und ein kulturelles Programm und natürlich Zacharias, ja. August der Starke, den suche ich natürlich auch noch, wo ist er? Majestät lässt sich entschuldigen erst noch im Bett. Aha, da ist er klar. Entschuldigung, Majestät ist nicht im Bett. Wo ist er denn dann? Liebwerte Mayra. Ja, wo ist er denn? Majestät. Liebwerte Gäste aus eurem Fern, darf ich mich euch vorstellen, diese charmante Dame. Mayra Rothe, die ihr normalerweise kennt, aus den Kisten mit den bewegten Bildern, heute live. Ich grüße euch. Ach, diese Kiste kennst du, ja, das freut mich sehr. Ich grüße dich auch und darf ich dich hier auch auf der Bühne grüßen? Da wirst ich du noch im Folgeweil. Ich sollte euch sagen, meine Dame, habt ihr es bemerkt, wie viele Leute kamen? Wo kommt ihr her, liebeswerte Leute? Wo seid ihr zu Hause? Da habt ihr wieder eure Besitzungen. Aus Mecklenburg-Vorpommern. Ah, ja, da macht man eine weite Reise, um hier zur Gegend zu sein. Und ihr, Allgott, wenn ich recht den Deutschen aus dem Land der aufgehenden Sonne. Auch ihr, willkommen hier, ihr bringt uns Sonne denn an diesem Tag, obwohl es ein wenig zu viel hat. Und ihr junger Freund, der kam nach Dresden doch nicht ohne Absicht mit jenem Rucksack auf den Rücken. Wo kommt ihr her? Aus Freital und dann sicher wieder für den Stollen ein Tupperdöschen drinnen. Damit er ordentlich nach Hause nehmen kann, denn dieser Stollen ist, ich muss es sagen, extraordinär. Doch wollen wir bis dato noch nicht darüber reden. Ich möchte dir zu Hilfe eilen. Zu Hilfe? Ja, naja, nicht, dass das ein Gott. Nein, nein, das fragt man gerne ein solches Weib an der Seite, denn ihr wisst natürlich, denn die Regel kennt ihr. Ein braver Mensch, der hat zum Rechten das Eheweib, zum Linken die Mätresse. Also das sage ich jetzt. Mayra, ich kenne schon eure Ambitionen und demzufolge freue ich mich. Ja gut, er ging ganz schön ran, was? Ja, warte, ich kümmere mich gleich. Danke, Sonja. Sehr gut. Aber weißt du was? Bevor du hier auf komische Gedanken kommst, erstmal den Striezel, den Wiesestriezel verkosten, um sich zu stärken, Majestät. Wollen wir nicht vor dem schönen Höhepunkt ein bisschen Ouvertüre haben? Aber sehr gerne natürlich. Gleich den Striezel, gleich zur Sache. Und ich sag's euch, liebenswerte Leute, ich bitte. Ist ein Backwerk wieder mal gelungen, wie selten hat denn in der Welt da draußen. Und ihr wisst natürlich, der liebe Zacharias damals, zu Zeitheim hatte er einen großen Backofen. Hier wird natürlich der Stollen aus verschiedenen Elementen erst seinem Ganzen denn geformt, mit viel Butter gar verklebt. Und demzufolge sage ich es, liebwerte Leute, liebwerte Damen, liebwerte Herren, wenn ihr von dem Striezel naschet, und ihr nehmt zum Beispiel danach einen Lübecker Marzipan. Der kommt euch vor wie Zwieback. Weil der Stollen hier so fest ist. So fett. Von bester Art und Weise. Du erinnerst dich doch bestimmt, wie es 17:30 war, oder? Also mit der Butter, da war ja nicht so viel. Da war ich noch in eurem. Und wollte und ich will nicht oder? Vergessen, dass man. Mit Zeitheim zwar ein großes Exempel statuierte, dass wir den Preußen ein wenig die Schranken haben gewiesen. Es war ein Heerlager, wie ihr wisst. Und demzufolge brachten wir mit diesem Arrangement zu Zeitheim den Sachsen 3 Jahrzehnte Frieden. Das ist ja möglich gewesen. Aber der Stoll, den der Zacharias hat gebacken, damals noch mit relativ bescheidenen Mitteln, aber nein, der Stoll, er war auch schon lecker. Und was Besonderes, denn gerade das feine Mehl war zu damaliger Zeit besonders. Und wir hatten ja vor einiger Zeit auch erst das Butterdekret bekommen, denn vom Heiligen Stuhl. Ei Gott,
wir kommen genau. Und, und die Eier dürfen wir ja auch, aber die lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen. Ne? Ich die glaube, sind ja jetzt obsolet sozusagen. Ihr sagt. Ganz genau. Ich danke herzlich für die geschichtliche Einführung. Du wirst dich sicher noch hier unters Volk begeben, oder? Entschuldigt, ich kam ja kaum zu Worte. Oh. Na, mit der Pfeile oder ohne? Ich bitte, ich bin versorgt auf meine Art und Weise. Und demzufolge, Zacharias gibt Obacht, dass ihr nicht entgleitet. Nicht, dass ihr Schaden denn bezüglich. Oh. Er ist so charmant. Vielen herzlichen Dank. Ich bitte euch, ich bitte Würde euch. Mich interessieren, welche Bedeutung der Dresdner Christstollen speziell für die Landeshauptstadt hat. Ja, der Stollen hat natürlich eine ganz große Bedeutung. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen auch hier im Namen der Landeshauptstadt zu dem traditionellen Stollenfest. Wir freuen uns sehr, dass es stattfindet. Es verbindet ja auch, ich habe sogar Gelegenheit gehabt, hier schon meinen Lieblingsfleischer hier auf dem Platz zu sehen. Also selbst die Fleischer kommen zum Stollenfest und allein das zeigt ja schon, wie bedeutend dieses Fest für uns ist. Es steht für das Dresdner Handwerk, für dessen Leistungsfähigkeit und für mich steht es ganz besonders, steht der Stollen auch dafür, wie diese Tradition und dieses Wissen von Generation zu Generation weitergegeben wird und wie da so eine ganz große Kraft und Stärke, ein Selbstbewusstsein entsteht. Und ich denke, gerade in so bewegten Zeiten wie heute tut uns das gut, wenn wir sowas haben und uns selbstbewusst sind, dass wir leistungsfähig sind, dass wir in der Welt bestehen können. Und der Stollen ist einfach auch ein Symbol dafür. Genau, die Keule wird weitergereicht. Ja, Frau Rode, die Bühne fühlt sich langsam. Sie haben zwar einen wunderschönen Schal um, aber so irgendwie passen Sie heute noch nie in unser Bild. Das hat man deswegen einen richtig schönen neuen Dresdner Stollenschal mitgebracht. Das ist aber lieb. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Und als erstes möchte ich natürlich die Dresdner und die Gäste dieser Stadt ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Stollenfest und natürlich auch unsere Bäckerburschen und Bäckermädels, die schon alle ihre erste Schicht weg haben und die sicherlich für den einen oder anderen hier schon für Verzückung beim Frühstücksbuffet gesorgt haben. Herzlich willkommen, ihr Bäckersleute. Hallo. Bald beginnt. Wann beginnt denn die Bäckerschicht? Ja, 2:30 hätte ich heute 2,5 Stunden verschlafen gehabt. Also wir sind seit Mitternacht am Schaffen. Dafür sind Sie aber erstaunlich fit, muss man da sagen. Ja, danke schön. Ich versuche immer so anzufangen, dass man noch guten Morgen sagen kann. Aha, das heißt? Ja, ab 0 Uhr kann man guten Morgen sagen. Aha, wenn Sie nach Hamburg gehen würden, dann würden Sie immer Moin Moin sagen, ne? Das wäre auch günstig. Ja, bis 11:24 Uhr, ja? Ich weiß nicht, was sagen wir noch abends? Warum ist denn der Stollenschutz so wichtig? Ein bisschen wurde es ja schon angedeutet, aber Sie können das sicher noch, denke ich mal, ein bisschen ausführen. Ja, warum ist das so wichtig? Das ist wie mit allen Markenprodukten. Es gibt immer welche, die gerne Trittbrettfahrerei betreiben. Und da muss man sich natürlich dagegen wehren. Und wir haben das Einmalige geschafft, dass wir eine Marke für 125 Betriebe gesichert haben. Die meisten anderen Marken, die man kennt auf der Welt, die werden von einzelnen Firmen oder von einzelnen Betrieben gehalten. Und das ist das ganz Besondere am Dresdner Feststellen. Ja, vor allem ist es auch leichter, in der Gemeinschaft das zu halten, ne? Ja, sicherlich, weil da ein einzelner kleiner Bäcker kann auch nicht so ein Tamtam machen. Das geht nur, weil wir alle zusammenstehen. Ja, und dann gibt es natürlich auch ein großes Qualitätsversprechen, was dahinter steht. Was kann man jetzt wirklich erwarten, wenn man einen echten Dresdner Feststellen kauft und verzehrt und kein anderer nimmt? Also zuerst mal kann man erwarten, dass es ein Rosinenschollen ist, dass er in Dresden gebacken wurde und dass er eine Qualität hat, die seinesgleichen sucht. Und der Dresdner Stollen ist einer von solchen, die so schwer sind, so gehaltvoll, dass sie auch sehr saftig gebacken sind. Nicht so wie der erste Fastenstollen. Ja, da reden wir nicht drüber. Da ist zwar von der Größe her unser historisches Vorbild, aber es kommt ja auf die inneren Werte an, das wissen wir. Oh ja. Und davon haben wir heute genug. Vielen herzlichen Dank. Als Ersatz dastehen, beziehungsweise als Vorsitzender des Bäckerfachvereins Dresden. Trotzdem herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind und vor allem haben Sie auch etwas Wichtiges dabei. Und wir haben nun seit 23 Jahren die Aufgabe, und die haben die gerne erfüllt, den Riesenstollen zusammenzubauen. Und das ich habe jetzt hier so eine Platte? Ja, und ich habe Ihnen jetzt mal eine Platte als Muster mitgebracht. Und aus 359 dieser Platten
haben wir dieses Jahr haben wir wieder versucht, einen optimalen Dresdner Christstollen nach dem Originalrezept herzustellen. Diese Platte wiegt 8 Kilogramm schwer und ist die gleiche Qualität, die Sie in einem geschnittenen oder gerollten Dresdner Christstollen erhalten. Wie viele Bäcker sind daran beteiligt, am gesamten? Da sind 105, also am ganzen Christstollen sind beteiligt 80 Bäckereien, Konditoreien, aber wir sind im Schutzverband 125 Bäckereien. Aber ich meinte jetzt, also wer hat effektiv wirklich an den diesjährigen Riesenstriezel mitgebracht? Wie viele? Diese 80 Betriebe, die ich Ihnen gerade gesagt habe, ja. Und das stelle ich mir relativ schwierig in der Koordination vor. Ja, was ich dort im Zusammenbau jetzt meinte. Ja, genau. Ja. Also diese Platten werden zusammengesetzt mit flüssiger, heißer Butter und Zucker. Da wird ein Gemisch gemacht. Sie werden praktisch übereinander geklebt. In der Art, so dass eben der Stollen herauskommt, die Form, die Sie dann auch bei der Enthüllung auf dem Wagen sehen. Um euch denn zu geleiten. Danke. Ich bitte. Hallo, hallo. Herzlich willkommen auf Ihrem Festival sozusagen. Da springet sie vorbei und gleitet und dann ist vorüber, Alter, als wären wir denn nie. Ich weiß es nicht. Also hallo erstmal. Mein Name ist Marie Lassig. Ich bin das diesjährige Stollenmädchen. Und ich hoffe, wir haben heute alle ganz viel Spaß beim Stollenfest. Das werden wir ganz bestimmt haben und jetzt wird ja eine Jacke feierlich überreicht. Genau. Deshalb nehme ich dir das Mikrofon schon mal ab, damit du beide Hände frei hast. Und Herr Thomas Schmidt bekommt eine Bäckerjacke. Ja, stopp. Anziehen, 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 anziehen. Mir ist es fast, als wenn ich schon den Stollen trinke, dass ich ihn schon schmecke, obwohl das kaum denn möglich ist, aber trotzdem nein, mir ist es so. Ei Gott, ist das nicht eine Bombe, ist das nicht eine Freude? Und die ganze Mühe, die darin steckt, in diesem täglichen Gebäck. Ach, 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 mein lieber Zacharias. Ja, ja. Ja? Aber Majestät, ich muss sagen, Weinstein hat 8 Pferde gezogen. Ja, das ist der kleine Unterschied gewesen. Die Pferde waren noch nicht so gut genährt wie heute. Was heißt denn dann an Worten, man brauchte derart? Zacharias, übertreibet nicht. Und versuchet nicht, jenen Stollen gegen den euren aufzulegen. Das ist nicht dem Tag der Würdigung gar wohl gemessen. Entschuldigung, Majestät. Ich bin. Bitte. So, also ich. Sie. Wow. Das ist unser Riesenstollen 2016 in seiner ganzen Schönheit. 3,55 Meter lang. 1,73 Meter breit und 88 Zentimeter hoch. Der Riesenstollen in diesem Jahr hat ein Gewicht von 2872 Kilogramm. Und er wurde aus 359 Einzelteilen zusammengebaut. Da verneigt sich selbst unser August. Ich danke es euch.